Die Learning Week ist jedes Jahr wieder ein Highlight für uns. Es ist ein wichtiges Gefäß, um uns weiterzubilden, uns auszutauschen, aber auch das Teambuilding zu fördern. Während einer Woche organisieren wir ganz viele Workshops, wo wir uns gegenseitig Sachen beibringen oder Neues dazulernen. Gemeinsam sammeln wir auch Ideen, was uns gerade wichtig ist oder wo wir vielleicht auch noch Sachen dazulernen wollen. So haben wir uns zum Beispiel schon mit Machine Learning oder Virtual Reality auseinandergesetzt. Es gibt technische und nicht technische Blöcke. So wird auch sichergestellt, dass die Personen, die ein bisschen weniger mit Programmieren zu tun haben, auf die vollen Kosten kommen. Es soll auch Platz haben für ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Yoga oder Meditation. Und meistens machen wir auch einen Nachmittag, wo wir in dieser Stadt oder an dem Ort, wo wir sind, etwas gemeinsam unternehmen. Was auch sehr wichtig für das Teambuilding ist. Wir suchen uns jeweils einen Ort aus, wo wir ungestört kreativ und produktiv sein können. Wir sind zum Beispiel schon in Italien, Frankreich, aber auch in Wallis gewesen. Dieses Jahr geht es wieder nach Italien. Wir werden in Vicenza in einem Hotel sein, wo wir nur für uns haben. Jetzt seht ihr noch ein paar Eindrücke von den vergangenen Learning Weeks. Da oder da oder da. Und wir werden euch auch nach dieser Woche noch mal ein paar weitere Eindrücke von Vicenza zeigen. Bis dann.